Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Blackout Reports. In der heutigen Folge werde ich auf eure Fragen eingehen unter dem Motto, was uns auf den Nägeln brennt. Ich habe dazu vor einiger Zeit mal eine Umfrage gestartet und habe extrem viele, also ich glaube, es sind über 600 Zuschriften bekommen, was euch auf den Nägeln brennt bezüglich der Blackout-Vorsorge. Mein Name ist Robert Jungnischke. Ich bin Gründer und Inhaber des Sachverständigen- und Beratungsbüros für Energiemangel und Blackout-Vorsorge. Ich berate kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Kommunen und Privathaushalte, wie sie mit der neuen Situation des Energiemangels, mit Stromrationierung, Stromabschaltungen und möglicherweise dem Blackout zurechtkommen können. Ja, wie gesagt, in dem heutigen Video werde ich mal so die wesentlichsten Fragen beantworten. Ich werde das in der Form tun, dass ich auf der einen Seite erzähle, wie die minimalste Blackout-Vorsorge aussehen soll und dann ein bisschen auf die einzelnen Fragen eingehen. Für alle die, die so eine minimale Checkliste haben möchten, ich habe da eine Checkliste, die könnt ihr euch runterladen. Das ist nicht die umfangreichste Checkliste, die man machen kann, sondern ich habe ganz bewusst eine Checkliste gemacht, die eine minimale Vorsorge beinhaltet, einfach um euch, ja, um diesen abschreckenden Effekt einer riesig langen Checkliste zu umgehen. Und mir war es wichtig, dass man im Grunde mit einem Einkauf diese wesentlichen Dinge beschaffen kann und eben schon eine Grundvorsorge hat. Ja, wie kann ich jetzt für einen Privathaushalt vorsorgen? Also grundsätzlich gibt es ein paar wesentliche Dinge. Das erste wäre Wasser. Wasser ist halt essentiell wichtig. Der Mensch braucht ungefähr 2 Liter pro Person und Tag. Mehr ist natürlich besser und das mindestens mal für 2 Wochen, besser für länger. Ich gebe jetzt immer so die Mindestzeiträume an. Ich weiß, für Leute, die in einer Mietwohnung wohnen, die vielleicht nicht viel Platz haben, wird es eh schon schwer genug. Da versuche ich dann auch noch ein paar Alternativen aufzuzeigen. Aber das ist wirklich, wo ich sage, drunter würde ich es nicht machen, damit ihr auch im Zweifel in dieser Krise keinen Schaden durch den Mangel erleidet. Und gerade Trinkwasser ist extrem wichtig für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und ich denke, niemand möchte in die Situation kommen, dass er für seine Kinder kein Trinkwasser mehr vorrätig hat. Also wie gesagt, 2 Liter Trinkwasser pro Person und Tag. Und da fängt es dann schon mit an. Die Frage ist halt, wo wohne ich? Wohne ich auf dem Land, wo Bäche sind, wo Seen sind? Oder wohne ich zum Beispiel hier in Köln mit dem Rhein, wo ich im Zweifel mir auch Wasser aus dem Rhein holen könnte, was ich mit entsprechenden Aufbereitungstabletten von Micropur oder mit einem Katalyn-Wasserfilter in jedem Fall zu sicherem Trinkwasser machen kann. Wenn ich die Möglichkeit habe, auf irgendein Wasserreservoir zurückzugreifen, muss ich nicht so viel Wasser zu Hause bunkern. Dann sollte ich nur über Transportmöglichkeiten verfügen, dass ich das Trinkwasser dann auch nach Hause bekomme. Und da bieten sich eben Faltkanister an. 10 Liter Faltkanister sind eine gute Sache. Die kann ich platzsparend zu Hause lagern. Und wenn ich sie dann brauche, eben auf die 10 Liter aufblasen. Ansonsten gibt es auch noch diverse Wassersäcke in unterschiedlichsten Größen. Da könnte man rein theoretisch einen Wasservorrat in der Badewanne anlegen, wenn es denn zum Blackout kommt. Allerdings ist das Hauptproblem natürlich, haben wir einen Stromausfall oder haben wir einen Blackout? Mein Rat dazu ist eigentlich immer, in 500 Kilometer Entfernung anzurufen, und zwar so bald es eben zu einem Stromausfall kommt. Laut den Telekommunikationsexperten soll das Mobilnetz noch zwischen 20 Minuten und einer Stunde funktionieren. Allerdings habe ich letzte Woche bei einem Vortrag gehört, dass bei O2 das nicht funktioniert hat. Da gab es einen Stromausfall und dann war, das war dieser Stromausfall hier in Weilerswist, wo ein Trecker einen Strommast umgelegt hat. Und da war mit O2 kein Telefonat mehr möglich. Zumindest keines, mit dem man, wo man kommunizieren konnte. So, und das ist halt das Problem. Da wir diese Situation noch nie hatten, wissen wir jetzt alle nicht, was im Ernstfall tatsächlich noch funktioniert und was nicht. Das heißt, allein aufgrund dieser Thematik würde ich immer auf Nummer sicher gehen, dass ich eben, gerade wenn es jetzt den nächsten Stromausfall gibt, mir einen gewissen Wasservorrat noch abzapfe, solange das noch möglich ist. Also wie gesagt, Wasser, Wasseraufbereitung in Form von
Mikropur-Tabletten plus einen kleinen Katalin-Wasserfilter für ungefähr 100 Euro. Damit seid ihr, was die Wasserversorgung angeht, schon mal auf der richtigen und sicheren Seite. Das nächste, was wir jetzt brauchen, sind Lebensmittel. Bei Lebensmitteln ist es so, die Bandbreite dessen, was es gibt, ist von Überlebensnahrung, die 1000 Jahre haltbar ist, bis hin zur Erbsensuppe vom Aldi. Da ist die Bandbreite. Ich persönlich bin eher der Aldi-Suppentyp, weil ich einfach sage, alles, was hier extreme, ja, Nahrungsmittel sind, das ist auch extrem teuer. Und viele von uns haben ja das Problem, sie müssen versuchen, sich diese Vorbereitung noch irgendwie vom Mund abzusparen. Und deswegen ist da meine Empfehlung ganz klar, auf Angebote zurückzugreifen, ob das jetzt Spaghetti im Angebot sind, ob das der 5 Kilo Sack Reis beim Türken ist. Ich habe auch schon von einem gehört, der hat sich im Reifeisenmarkt einen großen Sack voll Vogelfutter geholt. Das waren dann Maiskörner oder ich glaube eine Getreidemischung. Auch das tut es im Notfall. Und ja, das sind eben die Dinge, die man in großen Mengen für relativ kleines Geld bekommt. Und da wäre aus meiner Sicht eben die klassische Ravioli, dann Erbseneintopf, Linseneintopf, vielleicht noch ein paar Dosen mit Würstchen, wobei die schon wieder viel teurer sind. Und dann natürlich Linsen, Erbsen, Reis und Spaghetti als Trockenprodukte. Wenn man es dann noch weiter treiben will, kann man natürlich noch Brot in Dosen holen, Wurst in Dosen, alles, was es halt so gibt, bis hin zu unterschiedlichsten Gemüsen im Glas oder in der Dose. Also das muss man dann eben abwägen, wie viel Ressourcen man hat. Und auch hier ist es so, würde ich in jedem Fall mal für mindestens 2 Wochen, aber besser für 3 Monate vorsorgen. Hat allein schon damit zu tun, dass wir mittlerweile damit rechnen müssen, dass es im Herbst, Winter Nahrungsmittelversorgungsprobleme gibt. Und es ist einfach dann angenehm, wenn man so viel Nahrungsmittel da hat, dass man sich da keinen Stress machen muss. Auf den Nahrungsmittelverpackungen ist immer ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Nach meinen Erfahrungen halten die Sachen viel, viel länger, als es das Mindesthaltbarkeitsdatum hergibt. Insofern würde ich mir da keinen Kopf machen. Ich habe auch von anderen schon wieder gehört, wenn man Reis oder Nudeln ein Jahr lagert, dann schmecken die nicht mehr so toll. Aber nicht mehr so toll schmecken und ungenießbar sein, das sind halt zwei Paar Schuhe. Und wenn es günstig ist und ich viel einlagern kann, ist das für mich der größere Nutzen. Dazu kommt auch noch, wenn du viel einlagern kannst, dann hast du den Vorteil, du kannst, wenn jemand kommt und was abhaben möchte, kannst du ihm was abgeben. Und das ist in jedem Fall von Vorteil, um halt diese Situation zu entschärfen. Denn was macht jemand, der bei dir fragt, ob er was bekommt? Der fragt vielleicht erstmal nett, der fragt vielleicht auch das zweite Mal nett, aber wenn seine Not zu groß wird und wenn er das Gefühl hat, dass er bei dir was holen kann und das auch hinkriegt, dann wird er sich es vielleicht auch holen, ohne dass du es ihm geben willst. Wenn du aber so viel hast, dass du was abgeben kannst, kannst du solche Situationen immer entschärfen. So, das heißt, wir haben jetzt über Wasser gesprochen. Wir haben jetzt mal über Grundnahrungsmittel gesprochen. Der nächste Punkt wäre jetzt dann auch diese Grundnahrungsmittel zu erwärmen. Dazu bietet sich ein Campinggaskocher an. Die gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Wenn immer du kannst, würde ich einen zweiflammigen Kocher nehmen, der mit so einer Propangasflasche betrieben wird. Da gibt es 5 und 11 Kilo Flaschen. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, dir eine 11 Kilo Flasche hinzustellen, dann bist du sicherlich für mehrere Wochen sehr gut aufgestellt. Alternativ gibt es auch einflammige Gaskocher, die dann mit Kartuschen betrieben werden. Da gibt es aber auch bei Amazon und überall Sets, wo du dann eine entsprechende Anzahl Gaskartuschen bekommst. Im Übrigen habe ich auch auf meiner Internetseite, auf der Blogseite rechts eine Riesenliste mit Produkten, die du da verwenden kannst, die ich persönlich für gut halte. So, das heißt, damit haben wir das Thema Essen und Wasser schon mal im Wesentlichen erledigt. Der nächste Punkt ist jetzt Toilette. Toilette ist halt extrem wichtig, weil gerade in einem Mehrfamilienhaus wird die Lebenssituation, wenn die Hygiene nicht funktioniert, extrem lebensfeindlich. Und man stelle sich nur vor, die Leute gehen alle weiter auf die Toilette, die Klos verstopfen und im Erdgeschoss kommt dann irgendwann die Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Klo raus. Das möchte keiner haben. Vor allen Dingen hat ja dann auch trotzdem das ganze Haus was davon. Und so ein Haus wird dann eben schnell unbewohnbar. Das heißt, für den Fall des Blackouts ist in jedem Fall
ein vernünftiger Eimer mit Mülltüten oder noch besser eine Campingtoilette, was ja nichts anderes ist als ein Eimer mit einer Klobrille drauf und entsprechend passenden Tüten, das Mittel der Wahl. Wichtig ist halt, dass du entsprechend passende Tüten hast, dass du jedes Mal nach dem Toilettengang im Grunde die Notdurft luftdicht und wasserdicht verpacken kannst. Wer es hier besonders gut machen möchte, der schafft sich auch noch Katzenstreu an. Das Katzenstreu bindet die Flüssigkeit und auch zum Teil den Geruch, sodass man dann wirklich einen leicht zu händelnden Müll hat, den man dann auf der Straße entsorgen kann. Das mit dem Katzenstreu ist nur was für Leute, die auch den Platz dazu haben. Ich weiß, in einer kleinen Mietwohnung ist das häufig nicht der Fall. Dann muss es halt die dichte Plastiktüte und ohne das Katzenstreu tun. Wichtig ist, dass ihr genug Mülltüten da habt, dass ihr genug Toilettenpapier oder Hygieneartikel, je nachdem, was ihr alles benutzt, da habt, damit ihr auch das so machen könnt, wie es für euch angenehm ist. Natürlich wäre auch schön, wenn man mehrere Liter Brauchwasser in der Reserve hat, um halt sich auch mal waschen zu können. Natürlich gehört dazu auch entsprechend eine Seife, eine Zahnbürste, Zahnpasta, also alles das. Im Grunde geht einfach mal durch, wie ihr im Campingurlaub euch die Körperhygiene realisieren würdet. Und die Sachen, die ihr da braucht, also Campingurlaub ohne Strom, die kauft ihr euch auch für den Blackout-Fall. Genau, dann haben wir im Grunde das mit der Toilette auch durch. Genau, die nächsten zwei wichtigen Sachen sind Licht und Wärmeversorgung. Fangen wir mal an mit dem Licht. Also Taschenlampen sind eine tolle Sache, und zwar Taschenlampen, die funktionieren, die möglichst an verschiedensten Stellen im Haus oder in der Wohnung verteilt sind, und zwar so, dass ihr genau wisst, wo sie sind und so, dass ihr auch wisst, wo ihr die passenden Batterien habt und dann eben auch ausreichende Mengen an Ersatzbatterien. Ich persönlich bin ein Freund von Stirnlampen. Die Stirnlampen kriegt ihr auch für ganz kleines Geld, wenn man ein bisschen rumguckt, im Angebot. Und die Stirnlampe hat halt den Vorteil, ich kann damit irgendetwas ausleuchten und habe gleichzeitig die Möglichkeit, was zu tun. Also habe die Hände frei. Das heißt, wenn man sich vorstellt, es ist stockdunkel und es gibt keine externe Lichtquelle, dann wäre eine Stirnlampe eine tolle Sache. Natürlich auch eine normale Taschenlampe. Da würde ich einfach schauen, auch was man günstig im Angebot bekommt. Zuletzt hatte der Aldi kleine Taschenlampen im Angebot für wenige Euro. Da gibt es also immer wieder Angebote. Entscheidend ist für alles das, was ihr in dieser Form habt, müsst ihr die passenden Batterien in ausreichend großen Mengen da haben, auch für mehrere Wochen. Das nächste sind dann Stumpenkerzen und Teelichter. Ich empfehle hier die 8 oder 10 Stunden Teelichter. Die kann man zur Beleuchtung nutzen und die kann man im Zweifel auch für einen Teelichtofen benutzen. Dazu habe ich auch in meinem Kanal schon mal ein Video gemacht, wie so ein Teelichtofen funktioniert. Deswegen will ich da hier nicht groß drauf eingehen. Aber eben Licht ist extrem wichtig. Dann Feuerzeuge, Streichhölzer, Watte und Vaseline. Mit Vaseline und Watte kriegt man im Grunde fast alles zum Brennen. Das ist wie ein Brandbeschleuniger. Und damit seid ihr dann schon wirklich, was das Licht angeht, sehr gut aufgestellt. Natürlich gibt es auch die tollsten Campinglaternen zum Kurbeln und mit Solar und mit weiß ich nicht was allem. Kann man alles machen, wenn man sonst schon alles hat. Ja, der nächste Punkt ist dann tatsächlich die Wärmeversorgung. Wenn immer es geht, solltet ihr euch einen Campinggasofen holen, der für den Betrieb im Innenraum geeignet ist und auch wieder mit so einer Campinggasflasche arbeitet. Aber es gibt auch Petroleumöfen. Da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Ihr müsst halt nur darauf achten, es muss für den Betrieb im Innenraum geeignet sein. Wer ein Haus, ein alleinstehendes Haus mit einem Garten hat und einen Kaminofen aufstellen kann, den er mit Holz betreiben kann, ist natürlich eine ganz super Sache, das dann zu tun. Aber wie gesagt, das hat in der Mietwohnung normal niemand. So, damit haben wir auch das Thema Heizen. Ach so, zum Heizen noch eine Sache. Die normale Hausheizung funktioniert im Blackout-Fall ja nicht, egal ob mit Gas oder mit Öl. Und aus meiner Sicht ist es auch, wäre es purer Luxus, wenn man das ganze Haus weiterhin heizen kann. Das würde bedeuten, man braucht ein Notstromaggregat mit entsprechendem Treibstoff. Wenn man eine Ölheizung hat, kann man ein Dieselaggregat nehmen. Das würde gut funktionieren. Aber es braucht halt viel Diesel oder Heizöl. Und die Frage ist halt, wie viele ungebetene Besucher man bekommt, wenn der permanente Notstromaggregat läuft.
Ja, deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass man nur einen Raum heizen sollte. Zusätzlich könnte man hergehen, wenn man eben die Möglichkeit hat, die Stellen, die zur Auskühlung besonders prädestiniert sind, das sind schlecht isolierte Fenster oder Türöffnungen oder Öffnungen ins höhere Stockwerk, dass man die versucht mit entweder mit Vorhängen, mit dicken Decken oder mit Styrodurplatten abzuschotten, damit der Wärmeverlust kleiner ist. Aber da muss man eben auch schauen, was man sich leisten kann und was man vor allen Dingen in der normalen Zeit lagern kann. Ja, Kommunikation, Hygiene hatten wir jetzt schon. Kommunikation, Hilfsmittel, genau. Ich denke, das nächste Wichtige ist tatsächlich Hilfsmittel, also Tauschmittel im Wesentlichen. Auch wenn man sich wirklich gut vorbereitet hat, kann es sein, dass einem was ausgeht. Und ich gehe davon aus, in so einer Krisensituation gibt es relativ schnell einen Schwarzmarkt. Und da hilft es dann, wenn man Bargeld zu Hause hat. Also ich persönlich würde heute sowieso kein Bargeld mehr auf der Bank lassen. Also kein Cash, sondern höchstens als Geldanlage irgendwo. Aber auch da wäre ich bei den Banken heute vorsichtig. Das heißt, alles, was als normal auf dem Girokonto liegt, würde ich sowieso weitestgehend runterholen und bei mir zu Hause lagern, damit ich es im Zugriff habe. Und das würde ich in 20er und 50er Scheinen machen. Das sind dann auch, denke ich, die Scheingrößen, mit denen man in einer Krise noch was bekommt. Zudem könnte man einen Teil des Geldes, wenn es denn viel ist, auch in Edelmetalle anlegen, um damit eben dann eine Wertsicherung zu realisieren. Aber auch das würde ich in kein Schließfach geben, sondern zu Hause lagern. Ansonsten gehe ich davon aus, dass alles das, was man für die Krise braucht, also ob das eben Lebensmittel sind, ob das Kerzen sind, ob das Streichhölzer sind, ob das Hygieneartikel sind, auch als Tauschmittel verwenden kann. Zudem auch natürlich Schnaps, zudem auch Süßigkeiten, Schokolade zum Beispiel, oder alles andere, was wie gesagt dann Mangelware wird. Ja, ansonsten wäre ganz wichtig, wenn man kleine Kinder oder Babys hat, dass man eine ausreichende Menge an entsprechender Spezialnahrung da hat, damit man eben auch das Baby dann in der Zeit vernünftig ernähren kann. Für die Tiere das Gleiche. Wer Haustiere hat, sollte auch einen ausreichenden Vorrat an Nahrungsmittel für seine Tiere da haben. Und dann sind wir auch schon bei den Medikamenten. Für alle die, die chronisch krank sind, mit einem Privatrezept kann man sich nach meinem Kenntnisstand jede gewünschte Menge an den benötigten Medikamenten verschreiben lassen. Der einzige Nachteil ist, man muss sie dann selbst bezahlen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an zuckerkranke Menschen denke, dann denke ich, ist das selber Bezahlen von der ausreichenden Menge Insulin für 3 Monate. Hier würde ich tatsächlich mit 3 Monaten kalkulieren. Immer noch besser, als dann mit einem Insulinschock nicht versorgt werden zu können, wenn der Blackout eintritt. Und ich befürchte einfach, dass die Medikamentenversorgung extrem schwierig wird, wenn eben so eine Blackout-Situation kommt. Ich kann mir da eher vorstellen, dass die Notbrunnen funktionieren, dass es auch irgendwann irgendwo Nahrungsmittelstellen gibt, wo man sich ein Essen holen kann. Aber mit den Medikamenten, das wird wahrscheinlich problematisch, weil die gesamte Lieferkette heute eine Just-in-Time-Lieferkette ist. Und die Kommunikation über die Datennetze funktioniert und die Datennetze im Blackout-Fall eben nicht mehr funktionieren. Ja, Hilfsmittel haben wir auch angesprochen. Brandschutz. Gerade das Problem ist ja, dass wir jetzt auf einmal wieder anfangen, in so einer Krise mit offenem Feuer zu kochen. Und da ist es einfach hochwahrscheinlich, dass dann auch das ein oder andere anfängt zu brennen. Oder auch dadurch, dass Leute vielleicht dann meinen, sie müssten mit dem Grill in der Wohnung heizen. Deswegen wäre es extrem wichtig, entsprechend eine Brandschutzdecke da zu haben und idealerweise auch einen Feuerlöscher, mit dem man dann tatsächlich einen Brand schnell bekämpfen kann. Es ist halt einfach so, dass weder die 110 noch die 112 noch sonst irgendwas funktioniert. Wir sind im Blackout-Fall auf uns alleine gestellt. Das ist einfach so. Genau. Schauen wir mal, was haben wir hier noch, was extrem wichtig ist. Ja, bevor ich jetzt auf die psychologischen und mentalen Dinge eingehe, möchte ich kurz nochmal auf eigentlich
den wesentlichen Fragenblock eingehen, der immer wieder gekommen ist. Und das ist eben, wie kann ich mich in einer kleinen Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus vorbereiten? Also das ist mit Sicherheit die schwierigste Variante, sich vorzubereiten, vor allen Dingen, wenn man dort der Einzige ist von vielleicht 20, 30, 40 oder noch mehr Mietern, der die Lage ernst nimmt und sich vorbereiten will. Vor allen Dingen, weil die Vorbereitung oder wenn man sich dann vorbereitet hat, es kommt zum Blackout und man kocht sich die erste Suppe und dieser Duft der Suppe zieht durchs ganze Haus, dann wird das nicht sehr lange dauern und es stehen die ersten an der Türe, die was abhaben wollen. Das bedeutet im Grunde im Umkehrschluss, wenn ich in so einem Haus wohne, habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich mache mir esse die Suppe kalt und die andere ist, ich muss diesen Ort verlassen. Denn es ist einfach so, dass viele Menschen nach kurzer Zeit so große Not haben, dass sie zu vielem bereit sein werden, um an was Essbares zu kommen. Und dann wäre die tolle Vorsorge, die ich getroffen habe, im Grunde für die Katz gewesen, wenn mir dann meine Lebensmittel abgenommen werden, die ich mühsam mir erspart und gekauft habe. Das heißt, man muss in einem Mehrfamilienhaus sicherlich als allererstes mal darüber nachdenken, wie man seine Vorräte schützen kann. Und da ist, wie es häufig in diesen Mehrfamilienhäusern ist, ein Keller mit diesen Gitterverschlägen, wo man reingucken kann, sicherlich die denkbar schlechteste Wahl. Da ist nur das sicher, was man in der eigenen Wohnung hat. Auch wenn die Wohnung klein ist, sollte man überlegen, dass man für mindestens 2 Wochen Lebensmittel in der Wohnung lagert, dito Wasser und alles das, was ich eben beschrieben habe. Auch Brennstoffe werden sicherlich geklaut werden, wenn es zu so einer Krise kommt, weil auch hier viele Leute eben sich nicht vorbereitet haben. Das heißt, alles das, was ich nicht in meiner Wohnung in Sicherheit habe, besteht die Gefahr, dass es wegkommt. Noch was zu der Hygiene. Also ich hatte eben schon gesagt, problematisch im Mehrfamilienhaus wird es eh wegen der Toilettennutzung. Also es steht einfach zu befürchten, dass in einem Mehrfamilienhaus bei einem Stromausfall viele Menschen die Toilette weiter nutzen werden. Sie werden dann ihr Trinkwasser nehmen, um die Let Toilette zu spülen. Aber wenn das Mehrfamilienhaus eine Hebeanlage hat, das heißt, wenn das Abwasser nicht im freien Fluss in den Kanal fließen kann, sondern gepumpt werden muss, dann verstopft halt relativ schnell diese Hebeanlage. Und dann stauen sich die Fäkalien eben die Leitung hoch. Im Grunde, wenn man nicht in der Lage ist, mit allen Mietern ein Abkommen zu treffen, dass keiner mehr die Toilette benutzt, wenn es einen Stromausfall gibt, und ich sage hier bewusst, wenn es einen Stromausfall gibt, weil im ersten Moment wissen wir ja nicht, ist es ein Stromausfall oder ist es schon der Blackout, dann wird das nicht funktionieren. Wenn man aber eben hingeht und den Leuten das alles sagt, dann outet man sich als jemand, der vermeintlich vorbereitet ist. Das muss man halt abwägen, was man tun kann. Vielleicht kann man mit dem Vermieter erstmal sprechen und im allerschlimmsten Fall gibt es nur eine Lösung, dass man sich für seine Abflüsse, die man hat, das ist im Wesentlichen ja im Badezimmer das Waschbecken, in der Küche das Waschbecken und die Toilette und die Dusche. Da kann man sich aufblasbare Gummiblasen für holen. Dann braucht man noch eine Druckluftflasche. Da kann man eine Druckluftflasche nehmen, die man zum Beispiel kaufen kann, um Luftballons aufzublasen. Und dann, wenn es zum Blackout kommt, dass man dann diese Anschlüsse alle verschließt. Das ist kein Hexenwerk. Das ist, ich denke, das ist für jeden, wenn er sich mal mit der Materie befasst, machbar. Bei dem Waschbecken und bei dem, also Waschbecken im Bad und dem Waschbecken in der Küche muss man unten am Siphon, den Siphon aus der Wand ziehen und das dort reinmachen. Bei der Toilette würde es ausreichen, wenn man es in die Toilette in das Ablaufrohr reinmacht. So, und dann diese Blasen aufblasen und dann hat man das praktisch sicher verschlossen, sodass da dann auch nachher keine Fäkalien rauskommen können. Diese Blasen sind nicht ganz billig, aber bevor man in einer Wohnung wohnt, die unbewohnbar wird, weil die Scheiße aus den Löchern kommt, ist das sicherlich ein Mittel, was man überdenken könnte. Im Zweifel einfach mal einen Installateur ansprechen oder wenn ihr dazu Fragen habt, schickt mir eine kurze E-Mail, dann suche ich euch raus, wo man diese Blasen bekommt. Ja, das ist wie gesagt, sind diese wesentlichen Dinge für Mietwohnungen. Man muss einfach sagen, die Leute, die eine kleine Mietwohnung haben, die haben es meiner Meinung nach mit am schwersten, vor allen Dingen auch wegen dem Risiko des Umfeldes. Das muss man einfach jetzt überlegen, ob das dann eine gute Wahl ist, dort zu bleiben oder ob die andere Alternative ist,
wenn es zu einer Krise kommt, zu irgendwelchen Freunden zu gehen, die mehr Platz haben. Man kann ja im Vorfeld schon sagen, okay, wir verabreden uns, dass ich zu dir komme, aufs Land, keine Ahnung, wo auch immer hin. Dann braucht man, kann man seine Vorräte schon dort einlagern und braucht im Grunde nur noch den Treibstoff einzulagern, den man benötigt, um mit seinem Fahrzeug dorthin zu kommen. Das ist, denke ich, auch ein gangbarer Weg. Alternative könnte auch sein, ein Schrebergartenhütchen oder eben auch ein Campingplatz. Da muss halt jeder schauen, was möglich ist. Mir geht es hier nur darum, dass ihr euch überlegt, was habe ich dann für mögliche Probleme, wie kann ich die Probleme vielleicht lösen. Oder wie kann ich mit den Problemen klarkommen? Das sind ja im Grunde die Alternativen, die man so hat. Ja, dann haben wir das auch. Dann kommen wir mal zum Thema Stromversorgung. Also ich persönlich bin der Meinung, dass eine Stromversorgung nice to have ist, aber nicht zwingend erforderlich. Denn wofür will ich den Strom verwenden? Ich könnte den jetzt verwenden, um einen Laptop damit laufen zu lassen. Dann kann ich ein bisschen daddeln. Das Internet tut es nicht. Es sei denn, ich habe eine Satellitenverbindung, die dann möglicherweise noch funktioniert, was auch keiner so genau weiß, weil es teilweise nicht direkt zum Satelliten geht, sondern über eine Bodenstation, die dann auch wieder keinen Strom hat. Außerdem ist das relativ teuer. Aber im Normalfall gehe ich davon aus, dass du deinen Rechner nicht brauchst, dass du dein Handy nicht brauchst, weil du eh niemanden hast, mit dem du kommunizieren könntest. Also brauchst du im Grunde auch keinen Strom. Und das Heizen mit Gas ist sicherlich deutlich günstiger, als eine große Batterie kaufen zu müssen, mit der man dann einen Heizlüfter betreibt. Ein Generator hat zudem den großen Nachteil oder hat zwei große Nachteile. Der eine Nachteil besteht darin, er macht Lärm. Und damit macht er dein Umfeld darauf aufmerksam, dass du vorbereitet bist. Und das beschert dir neue Freunde, die du vielleicht nicht haben willst. Und das nächste ist tatsächlich die Treibstofflagerung, denn so ein Generator, also ein kleiner, braucht irgendwo 3, 4 Liter Treibstoff die Stunde. Und dieser Treibstoff muss ja auch gelagert werden. Und der beste Generator nutzt halt nichts, wenn du keinen Treibstoff hast. Es gibt ja diese Solargeneratoren, die sind ja im Grunde nichts anderes als ein Solarpanel und eine dicke Batterie. Die haben aber wiederum den Nachteil, dass du damit keinen sicheren Strom hast. Denn wenn die Sonne nicht scheint, dann lädt das Ding nicht gescheit und dann hast du auch keinen Strom, den du nutzen kannst. Also man sieht, mit dem Strom sind viele Wenns und Abers verbunden. Und beim Generator kommt auch noch dazu, du musst einen nehmen, der einen sauberen Strom macht, damit du überhaupt elektronische Geräte anschließen kannst. Er muss auch funktionieren, wenn du ihn brauchst. Du musst den Umgang beherrschen des Gerätes. Und ja, das sind alles Dinge, über die und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das ist schon relativ komplex, das Thema. Und ich persönlich halte auch eine Ersatzstromversorgung, also das ist dann keine Notstromversorgung, mit der man mal eben ein paar Glühbirnen leuchten lässt, sondern das wäre dann tatsächlich eine Ersatzstromversorgung, dass ich mein Haus oder meine Wohnung weiter betreiben kann. Das verbietet sich meiner Meinung nach sowieso, weil man damit viel zu viel Aufmerksamkeit erregt. Und das ist eigentlich auch so einer der wichtigen Punkte, über den man sich jetzt klar werden muss. Das Problem ist einfach, wir müssen davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Menschen nicht vorbereitet sind oder sein werden. Was bedeutet, die kommen in große Not und werden dann auch, umso größer die Not wird, wahrscheinlich immer skrupelloser, um sich bei denen, die was haben, was zu holen. So, und die einzige Chance, die man im Grunde hat, ist, dass man gar nicht erst auffällt, dass also niemand auf die Idee kommt, dass du was da liegen hast und es dir wegnehmen kann. Das ist aber in einem Mehrfamilienhaus, wo man drin wohnt, relativ schwierig. Ich sagte eben schon beim Kochen, wenn es nach Ravioli duftet oder nach Erbsensuppe, dann und alle anderen haben nichts mehr, geht das relativ schnell, dass das alle wissen. Das sind eben Dinge, die sind zu berücksichtigen und die ganze Zeit kalte Erbsensuppe essen, ob das dann das Mittel der Wahl ist, ist die andere Nummer. Also das sind da eben Dinge, die muss man sich überlegen. Und wenn es halt gar keine Ausweichmöglichkeiten gibt, dann würde ich den Speisezettel so abändern, dass ich halt schmackhafte Sachen finde, die ich eben kalt essen kann. Das ist dann halt notgedrungen so und nicht zu ändern. Aber lieber kalt essen, als meine ganzen Vorräte irgendwann quitt werden. Ja, nichtsdestotrotz kann es aber trotzdem passieren, dass jemand bei dir vor der Türe steht und was abhaben will. Und damit die Lage nicht eskaliert, wäre es halt gut, wenn du was hast, was du abgeben kannst.
Ideal wäre was, was dir nicht wirklich wehtut. Also wenn du zum Beispiel nur wenig Trinkwasser hast, dann wäre es halt vielleicht eine gute Sache, wenn du ihm eine Aufbereitungstablette geben kannst, dass er sich meinetwegen am Rhein oder was auch immer da für ein Gewässer ist, Wasser holen kann, was er dann trinken kann. Kommen wir mal zu dem letzten Punkt, und das sind die Medikamente. Also wie gesagt, für chronisch Kranke habe ich es eben schon angesprochen. Da wäre wichtig, dass man sich eine ausreichende Menge an entsprechenden Medikamenten hinlegt. Dazu gehört natürlich alles, was man sonst in der Hausapotheke haben sollte. Das sollte in ausreichenden Mengen da sein, also Schmerzmittel, Durchfallmittel, Brandschutzsalbe, Verbandsmaterial, Pflaster, Wundverschluss, vielleicht auch ein paar Klammern, wenn es eine größere Wunde ist, dass man die zuklammern kann. Also all diese Dinge, vielleicht auch noch ein Antibiotikum, wobei dann das Richtige dazu haben, ist auch ein bisschen schwierig, aber ein starkes Schmerzmittel wäre extrem wichtig, weil es wird keine ärztliche Versorgung geben, wenn es zum Blackout kommt, zumindest mal nicht die erste Zeit. Und dann ist es schon wichtig, dass man, wenn man große Schmerzen hat, Klassiker sind Zahnschmerzen, dass man sich da erstmal behelfen kann. Toll wäre es, wenn du jetzt noch einen Erste-Hilfe-Kursus nochmal neu machst und aufrichst, damit du einfach gut vorbereitet bist. Das hat auch was mit der Psyche zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du bist gut vorbereitet, wirst du natürlich auch diese Krise deutlich einfacher überstehen. So, jetzt schaue ich nochmal in meine Liste rein. Wie gesagt, hier könnt ihr euch über den QR-Code auch die Liste raussuchen. Ein großer Verbandskasten wäre natürlich toll. Desinfektionsmittel, Jodtabletten für Kinder sicherlich auch sinnvoll, gerade wenn man im Einzugsgebiet eines Kernkraftwerks ist. Wir wissen alle nicht, was dann passiert. Wir kommen auch wahrscheinlich erstmal nicht weg, und dann sind Jodtabletten zumindest mal was, was eben die mögliche Strahlenbelastung abmildert. Bei der Wärmeversorgung wäre noch dran zu denken, eben vielleicht warme Schlafsäcke, wenn das möglich ist, warme Schuhe, Mützen, alles, was man im Grunde im Winter braucht, ist eine gute Sache. Und ja, dann seid ihr eigentlich schon ganz gut dabei. Jetzt kommen wir schon langsam in den Bereich Luxus. Und zwar halte ich die Anschaffung von zwei Sprechfunkgeräten für eine gute Sache. Auch die findet ihr bei mir auf der Internetseite, auf der Blogseite ganz rechts. Und zwar müsst ihr euch eins vorstellen, wenn ihr jetzt eine Familie seid, es tritt der Blackout ein, dann will man ja doch irgendwann wissen, was ist draußen los. Und möglicherweise möchte man mal zum Bürgermeisteramt gehen oder zur Kreisverwaltung und mal nachsehen, ob da irgendwelche Informationen sind. Ich persönlich glaube nicht, dass ein Kurbelradio viel nutzt, weil ich befürchte, dass zunächst mal überhaupt keine Informationen kommen. Und wenn denn welche kommen, befürchte ich, dass sie gelogen sind, so wie es die Medien jetzt auch machen. Da wird auch alles Mögliche erzählt, aber leider nicht immer die Wahrheit oder zumindest eine sehr eingefärbte Wahrheit. Deswegen denke ich, wenn man vor Ort gehen kann, ist das sicherlich die bessere Wahl. Aber auch da wieder, man muss sich das überlegen, ob das Risiko den Nutzen wert ist, andersrum, ob der Nutzen das Risiko wert ist, so rum. Aber es ist in jedem Fall hilfreich, wenn man dann zwei so Walkie-Talkies hat und sich dann mit seinem Partner, der zurückbleibt in der Wohnung, eben entsprechend verständigen kann, damit der, der zurückbleibt, auch weiß, was draußen los ist. Das ist sicherlich für die Psyche eine sehr gute Sache. Ansonsten, wenn man lange kein Buch mehr gelesen hat, sind ein paar Bücher, die man da liegen hat, gut. Auch vielleicht für die Kinder noch was zur Beschäftigung, weil die müssen ja auch mit dieser Krise klarkommen. Und ich sehe hier auch besonders ein Problem bei den Jugendlichen, die heute permanent auf ihrem Handy am Daddeln sind und irgendwas machen mit WhatsApp und so weiter. Die werden einen richtigen Schock bekommen, wenn sie auf einmal nicht mehr kommunizieren können. Und da sind wir eigentlich bei der Psychologie und bei der mentalen Vorbereitung. Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man versucht, die ganze Familie darüber zu informieren, was passieren kann, und zwar in der schlimmsten Form, weil dann kann es ja nur noch besser werden. Eine super Vorbereitung ist auch das Buch von Marc Elsberg, Blackout, weil er hat das wirklich technisch sehr sauber dargestellt, was dann passiert, und auch viele Dinge aufgezeigt, die dabei zum Tragen kommen. Und es ist halt so, wenn der Mensch weiß, was auf ihn zukommen kann und es passiert, dann ist es viel weniger dramatisch, als wenn der Mensch das eben nicht weiß. Und ihr müsst eins verstehen, auch jetzt alleine schon die Beschäftigung mit dieser Krise, die führt ja zu körperlichen Reaktionen. Das ist halt
eine Bedrohung und der Mensch hat verankert, wie er auf Bedrohung reagiert. Da gibt es drei mögliche Szenarien. Das eine ist Erstarrung, also ich kann nichts mehr tun, weil ich völlig überfordert bin. Das nächste wäre die Flucht. Problem ist aber, Flucht geht ja nicht, weil wenn der Blackout da ist, wohin soll ich fliehen? Und das dritte ist Kampf, und Kampf wäre für mich eben Handlungsfähigkeit. Und das ist das, was man anstreben sollte, was man dann eben tun kann. Und deswegen ist es so wichtig, sich jetzt damit zu befassen, jetzt zu akzeptieren, dass es wahrscheinlich in diesem Winter zumindest mal zu Stromabschaltungen, wenn nicht sogar zum Blackout kommt, und sich dann eben gut vorzubereiten, sodass man sagt, okay, ich habe das, was ich tun kann, getan. Und wenn es denn jetzt kommt, werde ich damit fertig werden, weil ich kann auch einen Campingurlaub machen, wo ich irgendwo hingehe, wo es nichts gibt und nicht alles mitnehmen muss. Das kriege ich ja auch hin. Also kriege ich auch einen Blackout sozusagen bewältigt. Das muss man aber mental mal durchspielen, damit man das auch kann. Das machen im Übrigen ja auch die ganzen Hochleistungssportler. Die gehen ihre Wettkämpfe vorher mental durch, damit sie dann auch genauso reagieren, wie das geplant ist und damit möglichst erfolgreich sind. So, und der andere Punkt ist, bei jeder Bedrohung stößt unser oder produziert unser Körper Adrenalin. Und dieses Adrenalin, ich sage es ganz laienhaft und dilettantisch, ist wie eine Säure. Und wenn das nicht aus dem Körper rauskommt und raus kann es nur durch Anstrengung, also durch körperliche Anstrengung, dann ist das wie eine Säure, die was kaputt macht im Körper. Und das merkt man in der Psyche, man wird dann depressiv. Und irgendwann ist man eben nicht mehr handlungsfähig. Deswegen ist es so wichtig, gerade in Zeiten solcher Bedrohungen, dass man sich körperlich anstrengt, dass man Sport treibt, dass man Fahrrad fährt, dass man Gartenarbeit macht, dass man sich viel bewegt, um dieses Zeug aus dem Körper rauszubringen und wieder mental fit zu sein. Denn wer unter Angst steht, der kann nicht klar denken. Und nur der, der klar denken kann, wird diese Krise bestmöglich überstehen. Und was ich einen guten Gedanken finde, ich weiß, das ist für den einen oder anderen schwer nachzuvollziehen, ist die Überlegung, diese Krise, die jetzt auf uns zukommt, als eine Chance zu betrachten. Und zwar eine Chance, dass sich was verbessert. Weil was haben wir für eine Situation? Die Politik, macht eine Politik, die gegen die eigene Bevölkerung ist. Man hat eine zuverlässige Energieversorgung kaputt gemacht, und zwar bewusst kaputt gemacht. Man weiß lange schon, dass das mit den erneuerbaren Energien nicht funktionieren kann. Man macht trotzdem weiter, man schaltet immer mehr zuverlässige Kraftwerke ab. Man verkracht sich mit seinem wichtigsten Lieferanten für die Rohstoffe, die man für die Kraftwerke benötigt, die man vorgesehen hat für die Zukunft, nämlich für die Gaskraftwerke. Das heißt, man hat hier bewusst unsere Energieversorgung sabotiert. Man hat hier bewusst die Alternativen oder die Backup-Systeme beschädigt. Und man geht jetzt auch ja bewusst im Grunde in diesen Winter und in diese Krise rein. Es wird jetzt so kommen, dass viele Menschen frieren, weil man die Heizungen abstellt. Es wird der Strom rationiert. Es wird wahrscheinlich auch eine Nahrungsmittelknappheit geben. Und dann werden viele Menschen in große Not kommen. Wer gut vorbereitet ist, wer gut vorgesorgt hat, wird das mit einem blauen Auge schaffen, die anderen aber nicht. Und dann wird es hoffentlich so sein, dass viele Menschen sagen, jetzt reicht's, hier muss eine neue Politik, hier muss eine neue Energiepolitik her und hier muss vor allen Dingen wieder eine Politik her, die für die eigene Bevölkerung da ist und nicht eine, die sagt, liebe Ukrainer, ich kümmere mich um euch und wenn das eigene Volk, also das deutsche Volk, da was gegen hat, dann hat es Pech gehabt. Das ist so ein frei zitiert nach Annalena Baerbock. Aber gut, das nur am Rande. Hier geht es mir ja um eure private Vorsorge. So, und ich denke, wenn ihr dieses Video gesehen habt, wenn ihr dann vielleicht noch das Buch von Marc Elsberg lest, wenn ihr meine kleine Einkaufsliste abarbeitet, dann habt ihr schon mal ein Grundpaket an Vorsorge, mit dem das Allerschlimmste nicht mehr passieren kann. Natürlich, wie gesagt, kann man das alles noch en Detail viel weiter ausfeilen. Das kann man machen, das muss man aber nicht. Und wie gesagt, wenn man eine kleine Mietwohnung hat und nur ein sehr begrenztes Budget, dann ist da sowieso ganz schnell Schicht im Schacht. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen rüberbringen, was alles an wichtigen Dingen dazu gehört. Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig: Sprecht euch mit der Familie ab, dass ihr alle wisst, wie ihr euch verhalten müsst, wenn es zum Blackout kommt.
Ich habe auch eben schon mal angesprochen, das Problem, ist es ein Blackout oder ist es ein Stromausfall? Mein Tipp dazu ist, wie gesagt, in 500 Kilometern Entfernung einen Bekannten anzurufen. Wenn es euch mitten in der Nacht erwischt, dann schlaft ihr, dann kriegt ihr es eh nicht mit. Dann könnt ihr am nächsten Morgen mutmaßen, ob es ein Stromausfall ist oder was anderes. Dann muss man halt einfach ein paar Tage abwarten oder das berühmte Kurbelradio bemühen, in der Hoffnung, dass es einem was sagt. Im Zweifel tut es auch ein Autoradio. Dazu fällt mir gerade noch ein, wenn ihr ein Auto habt, dann sorgt dafür, dass ihr ein paar Liter Treibstoff im Keller stehen habt, dass ihr, wenn ihr einen Diesel habt und der AdBlue braucht, genügend AdBlue dran habt. Das Auto ist einfach nochmal eine zusätzliche Option, wenn ihr vielleicht jemanden noch irgendwo holen müsst, wenn ihr den Ort, wo ihr seid, verlassen müsst und wie auch immer. Nur wenn ihr ein Auto habt, dann versucht es so zu parken, dass euch keiner den Treibstoff aus dem Auto klauen kann. Denn auch das wird passieren, wenn es zum Blackout kommt. Ja, stellt euch bitte darauf ein, dass ihr für mindestens 14 Tage auf euch selbst gestellt seid, dass ihr für mindestens 14 Tage nichts von irgendwem bekommt, vielleicht auf dem Schwarzmarkt gegen viel Geld, aber grundsätzlich mal bricht die Versorgung komplett zusammen. Die Kommune ist nicht vorbereitet, das Land ist nicht vorbereitet und der Bund ist nicht vorbereitet. Und da der BOS-Funk, also der Funk, mit dem sich die Einsatzkräfte normalerweise unterhalten, auch zusammenbricht, wenn der Strom ausfällt, können die auch nicht sich koordinieren. Zur Info, Krankenhäuser haben eine Notstromversorgung, die dann hoffentlich funktioniert. Die ist aber so dimensioniert, dass sie gerade mal den OP und die Intensivstation am Leben hält. Und nach meinem Kenntnisstand haben die Krankenhäuser für maximal 3 Tage Treibstoff. Und werden, wenn es zu einem Blackout kommt, alles, was laufen kann, versuchen zu entlassen. Für Leute mit einer schweren chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel Leute, die zur Dialyse müssen, das Einzige, was mir dazu wirklich einfällt, ist, versucht herauszufinden, ob es irgendwo eine Dialysestation gibt, die entweder mobil ist und in solchen Fällen eingesetzt würde, oder eine Dialysestation, die eine Notstromversorgung hat. Ich weiß, das ist sehr unbefriedigend, aber das liegt am medizinischen System. Ein Hinweis noch für Menschen, die Angehörige haben, die alleine zu Hause sind und gepflegt werden. Ihr müsst davon ausgehen, dass eure Angehörigen, die da irgendwo alleine sind und normalerweise dreimal am Tag vom Pflegedienst besucht werden, schlicht und ergreifend vergessen werden. Das Problem ist einfach, dass es keine Prozeduren gibt von den Pflegediensten, wie mit diesen Menschen zu verfahren ist. Und das ganz große Problem im Blackout-Fall ist, dass alle betroffen sind. Das heißt, die Pflegekräfte sind betroffen, aber auch Ärzte sind betroffen, Notärzte, Rettungssanitäter, Polizisten, Soldaten, also alle, die normalerweise dazu da sind, zu helfen, wenn es eine Krise gibt, sind auch selbst Hilfsbedürftige. Und ich befürchte mal, dass es da auch viele gibt, die nicht vorgesorgt haben, weil sie auch aufgrund der politischen Aussagen die Lage nicht ernst nehmen. Und das bedeutet, dass jeder auf sich selbst gestellt ist und diese alten Menschen, die da eben zu Hause gepflegt werden, können das nicht und sind deshalb eben besonders betroffen. Und das wird sehr tragisch werden. Ich weiß auch, dass viele Altenheime in keinster Weise vorgesorgt haben. Auch da mag ich mir nicht ausmalen, was passiert, wenn Sie Angehörige haben, die im Altenheim sind. Wenn ihr Angehörige habt, die im Altenheim sind, dann fragt einfach mal die Leitung vom Altenheim, was sie gedenkt zu tun, jetzt im kommenden Winter, wenn eben die Energiekrise kommt, wenn es eben dazu führt, dass es Stromabschaltungen gibt oder im schlimmsten Fall den Blackout. Fragt sie einfach mal und seht mal, was sie dazu sagen. Vielleicht wird der ein oder andere dann noch Vorsorge treffen. Es ist zwar im Grunde schon fast zu spät, so ein Altenheim noch richtig auszurüsten, aber vielleicht ist ja der ein oder andere dieser Leiter dann doch noch gewillt, was zu tun. Ansonsten mag ich mir gar nicht ausmalen, was da alles an tragischen Dingen passieren wird. Ja, ihr seht, die private Vorsorge ist, meine ich, gar nicht so schwer. Und ich möchte es nochmal, das wäre es eigentlich dann auch mein, ist nicht eigentlich, es ist mein Schlusswort. Bitte seht das Ganze als Chance. Bitte seht es als den Campingurlaub, wo man hinfährt für 2 Wochen und sich um alles selbst kümmern muss. Es macht keinen Sinn,
es als ein großes Drama zu betrachten und zu sagen, ach, wie arm bin ich dran, sondern es macht einfach einen Sinn zu sagen, ich stelle mich dieser Situation, ich kann sie nicht ändern, also muss ich damit klarkommen. Und schließen möchte ich mit einem kleinen Gebet, das da lautet, Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit zu ertragen, was ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn du weitere Fragen zu dieser ganzen Angelegenheit hast, dann ruf mich einfach an, schreib mich an, wie auch immer. Ich werde versuchen, auf alle Fragen, die noch offen sind, zu antworten. Ihr findet meine Kontaktdaten wie immer in der Videobeschreibung. Und ganz besonders am Herzen liegen mir tatsächlich alte Menschen, weil die mit dieser Situation wahrscheinlich sehr überfordert sind. Also wenn du schon älter bist, dann scheue dich nicht, dich bei mir zu melden. Es gibt für alles eine Lösung. Und jetzt kommt der kleine Werbeblock. Ich habe auch einen sehr umfangreichen Workshop erstellt, der für Privathaushalte ist, in dem ich wirklich auf diese ganzen Themen sehr, sehr ausführlich eingehe. Da sind auch nochmal Checklisten, ausführliche Checklisten dabei. Das ist ein Workshop, das sind 4 Stunden Videomaterial plus die Checklisten. Und auch den habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Und für alle, die den kaufen möchten, es gibt mit dem Gutscheincode Webinar50 einen 50%igen Rabatt auf diesen Gutschein. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich möchte dich auch bitten, dieses Video mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Jeder, der jetzt noch die Gelegenheit nutzt und sich vorbereitet, der kommt deutlich besser durch die Krise. Und ja, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Wie gesagt, ich berate in der Hauptsache Unternehmen und Kommunen, aber ich berate auch sehr gerne Privathaushalte. Das ist mir genauso lieb. Und deswegen gibt es auch immer wieder Videoinhalte, die auch für Privathaushalte von Bedeutung sind. Ich mache auch regelmäßig Webinare auf meiner Internetseite, die du auch in der Videobeschreibung findest. Gibt es einen Bereich Webinare, da findest du immer aktuelle Termine für kostenlose Webinare. Ich habe auch noch weitere Video-Workshops für Haustierhalter, gerade für Hundehalter, für Katzenhalter und für Aquarianer und Fischteichbesitzer. Und in Kürze wird es auch noch weitere spannende Video-Workshops geben. Ich werde das jetzt immer detaillierter machen, sodass wirklich die Menschen sich für ihre Situation die bestmögliche Vorsorge raussuchen können. Ich habe auch noch einen Workshop fertiggestellt, den gibt es auch schon in meinem Shop, wo es um das Thema Notstromversorgung geht. Da sind alle wichtigen Tipps zum Thema Notstromversorgung drin. Alles das findest du auf meiner Shop-Seite, die hier unten verlinkt ist. Ich sage danke fürs Zuschauen und bitte nicht vergessen zu abonnieren und den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.